Christentum gibt es zwei Fastenzeiten, die jeweils 40 Tage umfassen. Das ist zum einen die haben mehr Gewicht, 40 Tage vor Ostern, die sogenannte Passionszeit. Und dann gibt es nochmal eine Fastenzeit, 40 Tage vor Weihnachten, die sogenannte Adventszeit, die heute in der Regel nicht mehr so ausgeprägt ist. Diese Fastenzeiten bedeuten, dass man auf Dinge verzichtet, die sonst im Leben eine Rolle spielen, teilweise auf Nahrung oder auf bestimmte Produkte oder auf Wein, auf Alkohol. Und dass man die Zeit nutzt, um in sich zu gehen und ohne Ablenkung sich auf Gott und auf die Heilsgeschichte zu konzentrieren. Der Hintergrund ist, dass Jesus selbst 40 Tage gefastet hat, als er in der Wüste war. Das wird in den Evangelien berichtet. Und darauf bezieht man sich, daher kommen diese 40 Tage. Dann mit der Zeit haben sich unterschiedliche Traditionen in den unterschiedlichen christlichen Konfessionen herausgebildet. In der katholischen Kirche wird es anders gehandhabt als in der orthodoxen. Die Protestanten haben auch da am Anfang erstmal kräftig dagegen protestiert, weil sie den Eindruck hatten, es hat sich wegentwickelt von seinem eigentlichen Ursprung und es wurde zu einem Werk, durch das man glaubte, eine Beziehung zu Gott herstellen zu können. Und den Protestanten war immer wichtig zu sagen, das könnt ihr nicht, das liegt allein bei Gott, allein an Gottes Gnade und allein an eurem Glauben. So ist überliefert, dass zum Beispiel Zwingli in der Schweiz in der Fastenzeit erstmal demonstrativ ein großes Wurstessen veranstaltet hat. Und auch Luther war da sehr skeptisch und hat gesagt, ihr müsst aufpassen, dass es euch nicht zu guten Werken wird, durch die ihr die Gerechtigkeit Gottes erlangt, sondern ihr müsst darauf achten, dass ihr, wenn ihr fastet, dass ihr es demütig tut und nicht vor euch hertragt. Auch dazu hat Jesus in der Bibel was gesagt und hat gesagt, also wenn ihr macht es im Verborgenen, wascht euch, zieht euch an, guckt freundlich, sodass die Leute nicht merken, dass ihr fastet. Ihr macht es für euch, um eure Gottesbeziehung willen, aber ihr macht es nicht um, also ihr könnt damit nichts erreichen, nichts herstellen. Wenn, dann liegt alles bei Gott und bei seiner Gnade und bei eurem Glauben. Ja, das sind so die wichtigsten Kriterien beim christlichen Fasten, jetzt aus evangelischer Sicht. Inzwischen ist es so, dass es zwischendurch mal ganz davon weg war, die evangelische Kirche in vielen Teilen, dass es wieder eine neue Hinwendung zum Fasten gibt. Es gibt eine Aktion, die läuft immer vor Ostern, die heißt 7 Wochen ohne, weil es ja ziemlich genau 7 Wochen sind, diese 40 Tage. Und da wird dann jedes Jahr ein neues Thema ausgerufen, etwas, auf das man 7 Wochen verzichtet. Das können materielle Dinge sein, Schokolade, Fernsehen, Medien, Internet. Es kann aber auch was sein, was Geistliches, Seelisches. Also zum Beispiel war kürzlich ausgerufen worden, 7 Wochen ohne enges Herz. Also man sollte darauf verzichten, alles eng zu fassen und klein zu machen oder in kleinkarierten Zusammenhängen zu denken, sondern sein weites Herz zu pflegen und daran zu arbeiten.